Flo, wenn man nach dem Anime geht, sehen andere die Dorfbewohner nicht außer irgendeiner Art von bösen Kreaturen. Ja. Und wir. Und andere Seraph. Oh, Menschen sind ein böses Zeichen. Ja, das stimmt wohl. Eventuell könnt ihr euch verabschieden von eurer Idylle. Kommen sie nämlich hier hin, betonieren alles zu für einen Parkplatz und bauen einen Baumarkt. Das machen Menschen so. Wir haben drüben bei den Ruinen einen schrecklichen Blitz gesehen. Ist dir etwas geschehen? Nö. Aber so groß ist das Vertrauen wohl nicht, oder warum verschließt ihr alle eure Häuser vor mir? Hier kommen wir rein, Opas Haus. Bevor wir das allerdings tun, drehe ich die Kamera in die Richtung, dass wir bedeutungsschwanger auf den schönen Horizont schauen. Dahin zum Beispiel. Drehe mich hier hin, gucke etwas nach vorne und mache eine ganz kurze Pause. Bis gleich! Und da sind wir auch wieder. So. Was da gerade eben kam, war noch nicht die Couch. Leider, es war der Postmensch, der etwas für einen Nachbarn abgegeben hat. Hier ist nicht mal eine Alpha-Wand. Weiß ich nicht. Ein Ysalerchennest! Geil! Wir kriegen auf jeden Fall immer AP dazu, was halt ziemlich nice ist. Boop! Eintraden. And I'll let you hear the rest from Soray himself.
I reckon I'll have to. You idiots! Ah. Hi, Gramps. I'm back. How could you bring a human into our domain? Weil wir nicht verrecken lassen, weil wir ein besserer Mensch sind als du. Didn't you say you listened to Soray's side of the story too? Mit deinen haarigen Augen. That's just what I'm about to do. You know full well the rules, Soray. How could you break them like this? I'm sorry, Gramps, but I couldn't just leave her there. Richtig. Her kind is sure to bring nothing but trouble to our domain. But I'm her kind too, you know. You were raised along with our kind, which nurtured in you the ability to perceive us and converse with us. Normal humans have no such capacity. You should understand that more than anyone else. Well, it is true. She doesn't appear to have any resonance. But Gramps, this is the first time Soray's ever met a fellow human. Perhaps. But if she can't see or hear the same things we do, she has no business in this realm. I have raised both of you as my own since you were but... And for that, I am grateful. And I did that because the time draws near when you will both serve to protect this shrine. Just as all the others have done. Our priority is the peace of Elysia. Any intruders, no matter how harmless, must be cast out. Yes. Then it's time she left. Can we at least give her time to prepare for her departure? Just make it quick. Thank you. Gramps. I know, MacLeo. He means well, in all things. And that's the very reason why I'm so worried for him. Muss man sich wirklich... Das ist immer so ganz lustig, das sind so gesellschaftliche Fragen, ob man sich um die Leute Sorgen machen muss, die es immer gut mit anderen meinen. Eigentlich mega traurig. Übrigens nochmal danke an unsere fantastischen Mods, die, wie ich gerade gesehen habe, jetzt schon im Nightbot, also erstmal danke, dass der Nightbot überhaupt an ist, aber vor allen Dingen danke, dass jetzt schon im Nightbot der neue Donation-Tracker für die Trinkgeld-Aktion eingestellt worden ist. Ist das die Möglichkeit, das Land unten ist so getränkt mit Bosheit, dass die Flüsse und Quellen schon vergiftet sind, um daraus zu trinken? Aha. Das klingt jedenfalls in einer ganz anderen Welt als hier in Elysia. Da die Flüsse da unten vergiftet sind, liegt aber an was anderem. An den Baumärkten. Ja. Können wir uns gleich merken. Menschen kommen, fallen ein, bauen Baumärkte. Und betonieren alles zu für Parkplätze. Eine natürliche Weste. Das, oh shit, jetzt können wir in alle Häuser rein. Jetzt gucken wir erstmal kurz die natürliche Weste. Okay. Haben wir eine zweite, skaliert wunderbar mit einem weiteren Männerrüstung. Wir haben eine Herrenweste, bla bla. Gallium. Betäubungszeit reduziert um 20%. Ja, Alter. Und wir haben ein E-Bündel mit zwei nebeneinander platzierten Items, Werten, was auch immer. Übel nice. So, auf jeden Fall. Ja, hier kommen wir doch nicht rein. Wir können uns merken, dass böse sind Parkplätze und Baumärkte. Geschaffen durch die boshafte, bösartige Menschheit. Nein. Und vor allem aber, wie gesagt, weil der Opa sich halt Sorgen um ihn macht, weil er sich immer um alle anderen kümmert und weil er es halt gut mit anderen meint. Das ist so mega suspekt. Aber es ist halt so, ne? Viele Leute sind halt so übelst neidzerfressen oder immer nur so auf ihr eigenes bedacht und so. Und was dann halt wirklich interessant wird, wird irgendwann zu sehen. Ich unterscheide da immer. Normalerweise sagt man ja immer, dass erfolgreiche Leute gönnen anderen Menschen den Erfolg und helfen ihnen halt so, dass das wirklich zum Erfolg führt und so eine positive
Attitüde, so eine positive Ausstrahlung und sowas alles. Aber das glaube ich gar nicht, weil du kommst genauso zu Erfolg, wenn du halt ein Riesenarsch bist, ohne jedes Rückgrat, der sich halt extrem verkauft oder der halt über Leichen geht. Das ist garantiert Fakt. Aber man muss dazu sagen, es ist ein Unterschied, ob ich erfolgreich bin oder ob ich erfolgreich bin und glücklich. Also ich glaube, das haben auch echt viele noch nicht verstanden. In deinem Zimmer auf das Mädchen warten, jetzt aber ja. Ja! Offensichtlich lesen wir viel. Hey. Und haben Krüge. Hey, wow! Is this crest what I think it is? Yep. This is the mark of the shepherd. I knew it! The chosen one who communicates with the seraphim, controlling their incredible powers as if they were his own. The shepherd! Sound like your kind of thing? Maybe. I always thought that mankind's savior would actually look a bit more imposing. Be silent, seraph beast! I shall not. Excavated relics aren't play toys. True. Kann ich jetzt Arts wirken? Das wäre so toll. She certainly is taking her time. I'll see what's up. Wie müssen wir sie jetzt doch nochmal finden? Da hauen wir uns doch glatt nicht nochmal eine Runde aufs Ohr vorher. Oh, oh, oh. Leider. Geht nicht. Schade. Sprechen wir doch nochmal ganz kurz. Du bist der einzige Mensch hier, Soray. I'm so sorry. Sie kann uns nicht sehen. Vermutlich hält sie dich darum für ganz schön sonderbar. Ja. Soll sie mal, die Alte. Soll sie mal. Wir haben sie ja nur gerettet aus dem Verlies. Hallo. Enjoy yourself? I sure did. But it's weird. I felt like I was being watched the whole time. Ach. Alter, geil, wie derpy war sie denn da im Hintergrund? Shall we eat? I'm sorry. I feel like I'm going to faint. Let's head to my place. Da kommen wir doch gerade her, Alter. Gosh, I hope we didn't worry. Oh, nothing. Es war der Speicherpunkt weg, während sie sich unterhielten. Und, ja, ganz recht. Velmer. NGE Plugsuit, lol. Ja, richtig. Kriegen noch viel mehr Charaktere. Ich glaube, sie auch, aber wir können ja immer noch nicht auf sie zugreifen, sonst hätte ich sie schon lange verpackt. Nom, nom, nom. Hey. So then, what's your hometown like? Well, I'm from the capital, Lady Lake, in the Kingdom of Highland. Lady Lake. Lady Lake? Like in the Legend of the Sacred Blade? You've heard of it? It was in the Celestial Record. The legend says the Lady of the Lake guards the Sacred Blade, and the one who draws it becomes the Shepherd, right? Yes. It was a lively and bustling town, blessed with bountiful water, rich in festivals and fine drink. Wait. Was? Well, it used to be. Und dann kam es. Lady Lake 45. Things must be hard for folks in the world below. Below? The land that lies beneath the mountaintops. I've never left home before. You've always lived here by yourself? Sounds to me like you're the one who's had it rough. Oh, let me help you get ready for your return trip tomorrow. You need anything? Bread, rations, stuff like that? That'd be great. If you have any tools or a sleeping bag, it'd be great too. Gotcha. Well then, first we'll need to do some hunting. I'll be your guide tomorrow. Thank you so much for everything. Bitte, bitte. Es kostet 25 Schekel, 6 Gulden und deinen Arsch. Good morning. Um mal Materia zu zitieren. Good morning. Come on! Hurry it up, Mick.